Für alle Star Wars Fans da draußen gibt es mal wieder eine neue Star Wars Serie und zwar The Bad Batch. Die Serie gibt es seit dem 4. Mai auf Disney Plus zu sehen und das Schöne ist auch, da sind mal wieder ein paar mehr Folgen. Das ist jetzt also nicht nur eine 8 oder 10 Folgen Staffel, sondern die erste Staffel hat wirklich 16 Folgen und bedeutet, wir können mal wieder länger eine Serie sehen, was eigentlich ganz schön ist. Eine Sache vorweg, ich habe bisher nur die ersten zwei Folgen gesehen, nicht die ganze Staffel. Deswegen ist das hier eine Art Vorabkritik, also so eine erste Meinung und keine vollständige Kritik. Sollte sich an meiner Meinung aber irgendwas ändern über die Serie, schreibe ich das später nochmal in die Kommentare. Wenn ihr euch gefragt habt, wer überhaupt The Bad Batch ist, das ist Kloneinheit 99 und die hat man schon mal gesehen, nämlich bei The Clone Wars in der ersten Folge der 7. Staffel. Die bestehen aus 5 Mitgliedern und sind eine Eliteeinheit genetisch mutierter Klonkrieger. Während der Klonkriege haben sie für die Galaktische Republik gekämpft und anfangs in Clone Wars waren sie noch zu viert unterwegs, allerdings haben sie noch ein 5. Mitglied dazu bekommen. Bei der Serie The Bad Batch handelt es sich auch um einen direkten Nachfolger von eben The Clone Wars, das merkt man auch schon in den ersten Sekunden. Dann ist erstmal das Logo noch da von The Clone Wars und brennt dann so weg und dann steht da plötzlich The Bad Batch. Und man taucht ein in diese neue oder alte Star Wars Welt und das ist auch eine Welt, die uns sehr, sehr vertraut vorkommt, gerade weil es natürlich auch die Animationen sind von The Clone Wars und die haben mir später in den letzteren Staffeln vor allem sehr gefallen, auch wenn sie anfänglich, gerade in der ersten Staffel, noch sehr, sehr bescheiden waren. Aber ich muss auch sagen, den Animationsstil, den hat man wirklich noch mal ein bisschen weiterentwickelt und die Animationen sehen wirklich klasse aus und gerade in Kombination mit dem tollen Sounddesign und der Musik wirkt das Ganze auch ziemlich stimmig. Aber sowieso fühlt man sich als Fan von The Clone Wars sofort wieder zu Hause, allein wenn dann am Anfang der berühmte Propagandasprecher kommt und dann sowas sagt wie die Separatisten am Ende der Vernichtung. Und auch sowieso, man ist ziemlich schnell in der Geschichte drin und man hat sich hier natürlich ein wichtiges und zentrales Element für die Geschichte hier rausgesucht von Star Wars und zwar Order 66 oder Order 66. Das ist ein Element, was hier gleich in den ersten Minuten, glaube ich, so ein bisschen behandelt wird. Und das ist natürlich auch ein emotionaler Moment, der deswegen funktioniert, weil wir alle Order 66 genau kennen und wissen, was damit verbunden ist, wie es dazu kam und was danach eben passiert ist. Und deswegen funktioniert das bei der Serie hier so schön, gleich mit so einem emotionalen Paukenschlag daherzukommen, dass uns das eben gleich als Fan berührt. Und das schafft eben auch nicht jede Serie. Das ist jetzt auch der Moment, wo sich eben Kloneinheit 99 entscheiden muss, welchen Weg sie denn gehen. Schließen sie sich der imperialen Armee an oder machen sie ihr eigenes Ding? Und ihr merkt schon, das sind jetzt wirklich schon Entscheidungen in den ersten Minuten, die hier getroffen werden müssen, die auch irgendwie geschichtlich Sinn machen, aber auch so einen richtigen Spannungsbogen ankündigen, wo dann die ganze Reise hingeht. Und dass diese Reise auch wirklich weit geht und auch Konsequenzen haben wird und auch gut funktioniert im Star Wars-Universum, ist allein deswegen klar, weil Dave Filoni hier mit wieder am Werk ist. Und der hat The Clone Wars schon gemacht. Der war unter anderem auch bei Mandalorian dabei und hat einfach gezeigt, wie gut er Charaktere einführen kann, wie gut er Personengeflechte kombinieren kann und neue Handlungen mit einführen, die aber im Star Wars-Universum wirklich Sinn machen. Und deswegen bin ich gespannt, was Dave Filoni uns hier noch alles so bieten wird in der ersten Staffel allein. Was bei Star Wars und auch bei jeder Serie natürlich wichtig ist, sind die Charaktere. Und da hat man auf jeden Fall auch schon in den ersten zwei Folgen eine Menge zu bieten. Allein schon die Kloneinheit 99. Und wenn man aber ehrlich ist, ist die natürlich auch ein bisschen klischeebehaftet besetzt. Also man hat den etwas dümmlich starken Typen, dann hat man so den halben Offizier, der so ein bisschen nachdenklicher ist und fordernder ist. Und dann hat man den Hacker und ihr merkt schon, das ist so das gewohnte Team, was man aus unzähligen Filmen kennt. Aber trotzdem sind das irgendwie Persönlichkeiten, die ganz interessant sind und es auch Spaß macht, als Zuschauer dazu zu schauen, was die dann eben für nächstes Abenteuer machen und wie sie vor allem im Team funktionieren. Und da muss ich sagen, die funktionieren wirklich gut als Team. Aber man hat eben noch andere Charaktere wie Omega. Das ist ein ganz neuer Charakter. Das ist eine medizinische Assistentin und selbst ein Klon. Und da glaube ich, mit dem Charakter hat Dave Filoni auf jeden Fall noch eine Menge, Menge vor. Und gerade bei Kindern ist es immer so, die können mal schnell nervig sein. Nicht nur bei Filmen oder Serien, sondern natürlich auch bei Animationsserien. Aber hier ist sie irgendwie ganz interessant und ich glaube, ihre Reise wird auf jeden Fall noch ein bisschen länger gehen. Aber man hat auch alte Bekannte, wie zum Beispiel den jungen Padawan Caleb Dume, den man hier ein bisschen sieht. Kennen die Star Wars Fans vielleicht aus der Serie Rebels, der hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr durchleuchtet wird. Aber auch sehr alte Bekannte wie Groß Moff Tarkin. Aber nicht nur die Charaktere sind wichtig bei Star Wars, sondern
natürlich auch die Planeten. Und da hat man einmal ein paar alte Planeten, die man natürlich schon kennt, wie Kamino, aber auch ein paar neue. Und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung die Serie dann schlägt, ob man viele neue Planeten sieht, um zu sehen, wie sich die Showrunner und Regisseure und überhaupt Creator dieser Serie so ausgetobt haben, dass sie auch mal wieder ein bisschen was Neues zu bieten haben für uns als Star Wars-Fans und natürlich auch als Zuschauer. Und was ich an dieser Serie auch so gut fände, ich habe es ja schon gesagt, wir wissen ja, wohin das Ganze führt und wir wissen auch, woher die Charaktere so ungefähr kommen. Aber trotzdem gibt es hier einfach noch so ein paar Brücken zu schlagen zu gewissen Story-Elementen. Und da, glaube ich, ist die Serie auf einem ganz guten Weg, eben so ein paar unbeantwortete Fragen vielleicht noch zu beantworten und auch vielleicht ein paar neue Einblicke kriegen auf gewisse geschichtliche Sachen im Star Wars-Universum und vor allem auch auf gewisse Charaktere. Und da bin ich auch gespannt, wo die Serie denn so hingehen wird. Aber was ich bis jetzt auf jeden Fall sagen kann, dass mir die ersten zwei Folgen super gefallen haben. Also es geht wirklich direkt von der ersten Folge wirklich spannend und gut los. Die Abenteuer sind gut, die Charaktere sind wirklich interessant umgesetzt und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall jetzt noch eine Reise, wo die Serie hinführt, die richtig spannend wird und richtig gut wird. Was mich auch bei The Clone Wars hier und da so ein bisschen gestört hat, war so ein bisschen der etwas sehr, sehr kindliche Humor. Aber der ist auf jeden Fall deutlich reduziert worden, sodass auch die erwachsenen Zuschauer hier definitiv ihren Spaß haben werden. Und von mir bekommt The Bad Batch daher vorab erstmal 8,5 Punkte. Wenn ihr Star Wars-Fans seid und The Clone Wars am besten vorher schon gesehen habt, ja, dann habt ihr die Serie wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen, beziehungsweise die ersten zwei Folgen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, holt das auf jeden Fall nach, schaut die Serie, am besten dann im wöchentlichen Rhythmus und dann bekommt ihr wirklich eine richtig gute Star Wars Serie. Und wie gesagt, wenn sich irgendwas ändern sollte an meiner Meinung im Verlauf der Staffel, lasse ich es euch unten in den Kommentaren wissen. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt und ganz neu auf dem Channel seid, macht das mal, dann sehen wir uns bei einem zukünftigen Video wieder. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns wahrscheinlich zur nächsten Kritik und das wird vermutlich The Woman in the Window sein. Also, bis dahin, macht's gut. Das ist der Weg.